Ach Leute, heute, ich rieche es wieder, es ist ein guter Tag. Die Leute, die wollen hier schon rein. Wir müssen aber nochmal hier ein bisschen auffüllen. Also hier ist eigentlich alles ganz gut, die an die Preise einmal anpassen. Aber ich habe mir gedacht, wir haben hier alles voll in den Regalen. Deswegen machen wir erstmal, bevor der Tag startet, ein richtig fettes Pack-Opening, weil ich will richtig fette Karten haben, ja? Wir hoffen, dass wir jetzt nochmal richtig gute Karten ziehen, damit wir ein paar gute Karten anbieten können. Weil uns gehen die guten Karten aus. Weil sonst greifen die sich alles wieder weg. Und wir haben fast Level 10 erreicht. Das heißt, wir könnten nach diesem ersten Tag... Oh ja. Nach diesem ersten Tag wahrscheinlich unseren ersten Mitarbeiter einstellen. Das wäre mega. Der kostet auch nur $50 am Tag. Da kann ich mich nämlich um den ganzen anderen Kram kümmern. Muss ich nicht immer hin und her laufen. Kann er noch in Ruhe ein paar Packs öffnen und so. Das sollte doch gehen, aber das ist jetzt irgendwie nicht so geil, was wir hier haben. Ah, kommt doch noch was Geiles. Ja, wenigstens für 6 und so ist schon mal in Ordnung. Ich glaube, ab 12 kriegen wir nochmal neue Packs, ne? Wenn ich mich nicht irre. Okay, machen wir noch mal so noch mal eine ganze Handvoll und danach öffnen wir dann den Laden und die restlichen Packs, die öffnen wir dann gleich, deren Kunden halt drin sind, ne? Ich glaube, das ist in Ordnung. Ich glaube, damit haben die kein Problem. Das war jetzt alles, ja, nicht so geil, ne? Aha, weil die ganz günstigen, die werden wir eh nie verkaufen. Ja, 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 okay. Aha. Wow, oh ja. Meine geilste Karte bis jetzt. Nice. Ich bin zufrieden. Und die letzte, glaube ich, ne? Geil. Und wieder so eine gute. Was ist denn los? Das hat sich richtig gelohnt. Alles klar. Dann hauen wir die mal rein. Wir haben ein paar richtig geile Karten abgestaubt. Ja, warte mal, einen so einen schwarzen Würfel. Ja, den können wir auch noch reinhauen. Warum nicht? Ist hier alles voll. Hier ist voll. Da, da, da. Sieht gut aus. Preis nochmal anpassen. Ja, die sind anscheinend ein bisschen günstiger geworden. Bisschen teurer. Und dann machen wir den Laden auf. So, dann öffnen wir noch mal die restlichen Packs hier. Gucken, was wir so Schönes bekommen. Da wenigstens noch mal eine von 5. Vielleicht finden wir noch mal irgendwie so einen geilen Glückstreffer. Sieht auch schon mal ganz nett aus. Aha. Mhm. Jetzt haben wir direkt so einen Stinker als allererstes. So. Er direkt, geil, er direkt zugegriffen. Ja, der war ein bisschen schneller als ihr Kollegen. Ja, egal. Wird schon passen. Alter, direkt die seltenen Karten.
Machen direkt gut gewinnen. Perfekt. So, bald der erste Mitarbeiter, endlich. Der Preis. Oh, direkt so ein Stinker hier wieder. Das gibt's doch nicht. Man kommt da irgendwie schlecht an die Dose ran, ich weiß auch nicht. Manchmal ist es ganz komisch. Noch ein Stinker, nein, ne? So. Karten sind da, da steht noch alles. Wir müssen also auf jeden Fall schon mal nichts auffüllen, das ist schon mal ganz gut. Ja, wir haben auch gut Vorräte, ne? Oh ja. Danke, Sir. Beschlabbern Sie uns bald wieder. Oh, das gibt's ja. Warum stinken die heute alle? Das gibt es doch nicht. Fehler gehabt. Ich dachte irgendwie, da war gerade. Ich kann nicht mehr reden. Ich dachte, da wäre was buggy. Ich dachte, hä, ich krieg nur 7 raus und ich habe zu viel. Ich habe falsch geschaut. Ich hatte gerade einen kurzen Denkfehler. Nichts Neues, oder? Oh ja. Der Mann hat Ahnung. Der hat Stil. Dieser Mann hat Stil. Ich muss Nachschub holen. Wenn jetzt jemand auch wieder so viel will, das wäre nicht gut. Okay, okay, okay. Hüllen haben wir noch da, glaube ich. Ne, haben wir nicht mehr da. Wir holen jetzt erstmal die hier. Ganz wichtige Nummer. Ist leer, ne? Ja. Ah, der Mann stinkt zu Hause. Verstehe ich, ja. Ich stinke auch immer. Ah, Mann. Sir. Walter White. Ganz ruhig hier. Oder Andrew Tate, was auch immer. Hier nicht zum Auffüllen, ne? Aber jetzt geht's hier direkt wieder los. Jetzt der nächste direkt hier, Furzsprays wieder. Oh, der hat viele Packs geholt. Oh, oh, der langt richtig zu. Nice. Geil, sogar passend. Das gefällt mir. Wo habe ich die hingehauen? Ach, egal. Soll ich einfach das alte Footspray verkaufen, was fast leer ist? Ah, warte mal, Kassierer. Oh ja, wir können Kassierer einstellen. Na, wo war das nochmal? Rekrutieren, mieten, also. Ich habe ein paar Monate in einem anderen Geschäft gearbeitet und dort Erfahrung gesammelt. Ich habe ein Kunststudium. Weil ich Zeit zum Arbeiten habe, alles klar. Geschwindigkeit, Nachschubgeschwindigkeit normal, Checkout-Geschwindigkeit langsam. Und wo ist er jetzt? Ist er noch nicht da? Kommt er erst am nächsten Tag? Ich sehe den Kollegen nicht. Wahrscheinlich erst der nächste Tag, oder? Oder muss ich ja noch mal was machen? Habe ich das nur freigeschaltet? Ich habe jetzt leider ganz viele Kunden hier.
So. Oh nein, das. Das ist ein Stinker. Wo ist denn mein Mitarbeiter? Warte mal. Einstellung. Importieren. Gemietet. Oh, wo ist der? Ich glaube, der kommt erst morgen, oder? Kann es sein? Licht schon mal an. Nee. Brauchen wir jetzt nicht. Ich weiß nicht, ob das Stromverbrauch steigt. Wahrscheinlich ja. Miete gezahlt. Gut. Da muss ich erstmal nochmal heute alleine klarkommen. Haben die überhaupt gekauft heute? Nein, noch nicht. Na, blaue. Was ist mit dem blauen? Einer. Na gut. Die weißen nicht. Oh, genau jetzt nimmt er sich einen, ne? Genau jetzt grabbelt er einen weg. Die roten. Der kann weg. Will ich auch so aufmachen? Nee, ne? Ja, nee, warte mal. Alles klar. Ah, der Stinker hier. Muss ich auch noch ansprayen. Ah, da draußen ist mein Mitarbeiter, glaube ich. So, weg damit. Was ist denn los? Kollege, aktuelle Aufgaben aus, normal, langsam. Da. Du machst Geldschalter. Ja, deshalb hat er sehr langsam, ne? Checkout. Aber nachfüllen bin ich wahrscheinlich eh schneller als er. Deswegen machst du Geldschalter. Ich mach den jetzt noch einmal schnell. Nämlich einmal hier Arm hier machen und auch ein paar Packs öffnen. Wozu bezahle ich dich, Kollege? Ich hoffe, der kriegt das hin. Gut. Unser erster Mitarbeiter, Leute. Nice. Das muss ich so festhalten als Screenshot. Nice. Ich werde langsam zu einem richtigen Boss. Das heißt, wir können bald den Laden noch vergrößern, neue Regale. Kann ich mich hier um die ganzen anderen Kram hier kümmern und vor allem auch Packs öffnen, ne? Weil wenn wir so eine Karte haben, die 160 wert ist, ist schon. Aber wenn er langsam kassiert, ist es halb so wild. Ist ja eh gerade keiner. Gut, das sieht alles soweit ganz gut aus. Warte mal, schwarz, ne? Ach, die sind leer. Aha, Spray, Wood Sprays brauchen wir auch bald wieder. Warte mal, ich öffne mal ein paar Packs. Wer macht das schon? Die Regale sind voll genug. Der Gute macht das schon. Schalte ich vielleicht die ersten Stofftiere frei und hole die ersten Regale. Ich überlege nur gerade. Wegen dem Regal. Ah, der macht das gut. Er macht das schon. Ist ein guter Junge. Vielleicht schenke ich dir mal eine Karte. Oh, das ist aber echt sehr langsam. Schade, dass er nicht mit dem Kassier ein bisschen schneller ist. Für Einräumen brauche ich jetzt nicht unbedingt. Aber ich würde sagen, passt.
Aber die Karten nur Müll irgendwie, ne? Schade. Regale, so. Ich habe mir überlegt, das hier nämlich zu holen. Ich glaube, für die Karten, für die Booster Packs ist das ganz nice. Ups. War hier sofort direkt am Eingang? Ist das schlau? Weiß es nicht. Ich meine, die kommen ja durch, ne? Booster Packs, also. Dann machen wir als nächstes. Warte mal, wir hauen die unten vielleicht rein. Und oben will ich ja nur die Orangenen haben. Ach, nein. So, holen wir da nochmal raus. Wie passen denn da rein? Auch 32? Das wäre gut. Stofftiere, die, warte mal, die können wir auch schon mal freischalten. Zubehör, ne, Figuren. Da brauchen wir noch ein bisschen Cash. Da ist noch Cash vonnöten. Ja, ich bin stolz auf den Jungen, ne? Der macht das gut. Wir haben auch fast Feierabend. Den ersten Tag hat er schon mal gut überlebt. Ja, 32, gut. Alles klar. Der macht das erstmal noch da in Ruhe. Ja, ich hätte es vielleicht anders machen sollen, ne? Warte mal. Unterste Reihe, obwohl wir brauchen von dem bestimmt Dreier. Ich kann es ja erstmal so lassen. Dann hauen wir die da rein. Ah, ich muss auch Miete zahlen. Ne, nee, habe ich alles gemacht. Gut. Das ist alles erledigt. Also wenn der den fährt. Er ist nach Hause gegangen. Er hat einfach Feierabend gemacht. Alles klar, das heißt, ab dieser Uhrzeit haut er dann noch ab. Abschluss machen. Das ist gut zu wissen. Ist auch direkt morgens da. Jetzt habe ich leider noch nicht so gute Karten, aber naja. Aber steht jetzt nicht in der Arbeitszeit, oder? Muss ich ihn nochmal buchen? Nee, ist gemietet. Ja, das ist halt beim Nachschub ist er schnell, aber langsam beim Kassieren. Aber mit dem Nachschub, das würde ich ganz gerne selber machen, weil ich hier umräumen möchte. Ups, wir machen jetzt erstmal die Karten hier rein. Also das passt so schon. Ah, der ist da. Gut. Das heißt, er kommt immer schön pünktlich. Das ist schon mal toll. Dann ballern wir da erstmal die ganzen Karten rein. Ups. Wollte die eigentlich hier oben noch drin haben. Okay, dann machen wir den Laden, öffnen wir den mal. Preise schnell anpassen. Oh, wir brauchen Hüllen. Ganz wichtig. Okay.
Hexterdamm, dann können wir die ersten Stofftiere, glaube ich, holen. Ah, noch nicht. Leider noch nicht. Ups, sorry, Bro. Hier können wir nochmal. Hex, müssen wir überlegen, wie wir das genau machen. Hüllen haben wir gar nicht mehr, ne? Wir lassen ja erstmal ein bisschen kassieren. Obwohl, warte mal, Stofftiere kann ich jetzt holen, ne? Ja. Yeah. Sehr gut. 12. Alles klar. Ich öffne mal ein paar Packs. Du machst das schon? Ich habe vollstes Vertrauen in diesen Jungen. Weil wir brauchen wieder ein paar gute Karten. Weil wir haben jetzt alle nur immer so einen Bereich von 6 bis 3 Euro, glaube ich. Ich brauche mal wieder was Geiles, so ein 100 oder so. Oder 40, 50, irgendwie sowas. Was Krasses auf jeden Fall. Ich brauche was Krasses. Dann schauen wir mal. Aber es sieht bis jetzt nicht gut aus. Es sieht aktuell überhaupt nicht gut aus. Ah, 5er wenigstens. Und? Ah. Komm schon. Oh ja. Sehr nice. Und 7 und so, also es lohnt sich halt, die Packs zu öffnen. Und er kann derzeit halt die Kunden halt bedienen, ne? Schwarzer Würfel, blauer, weißer. Können wir auch nachfüllen, aber ja. Ich würde sagen, ist erstmal in Ordnung so. Ich glaube, hier wurde auch schon eins geholt. Sphäre. Mhm. Hüllen, wir brauchen unbedingt Hüllen. Und auch nochmal Spray. So. Oh nein, jetzt haben wir doch einen Stinker da. Aufmachen, hinlegen, Spray holen. Wo ist er? Ich würde sagen, die Spraydosen lassen wir hier mal an der Ecke. Haben wir noch Platz? Okay. Oh, wir müssen neue Packs holen. Die normalen. Ja, ich bin aktuell ein bisschen pleite. Deswegen geht erstmal nur das hier. Ups. Alles klar. Wir füllen hier ein bisschen nach, weil wir haben wir wieder ein paar gute Karten. Also einigermaßen gute Karten. Haben wir wieder einiges zum Anbieten. Deswegen ist es besser, wenn der kassiert, weil der kann halt auch, glaube ich, nicht diese Karten hier nachfüllen, ne? Und nicht die Preise anpassen und so. Umräumen erst recht nicht, deswegen. So ist ganz gut. Wir brauchen aber neue Stofftiere noch oder so. Würfel, aha, Stofftiere. Oder wir machen oben einmal komplett die, eine Reihe damit, erstmal. Damit es nicht so leer ist. Aber da brauchen wir. Ah, doch, das geht. Können wir nochmal kaufen. Damit wir damit erstmal ein bisschen auffüllen. Wir bräuchten nochmal die Standard-Packs. Dann können wir die einmal hier komplett unten voll machen. Ja, die Karte nochmal hier nachfüllen.
gönnen wir nochmal 3. Ich bin mein bester Kunde, wie immer. Aber ich verkaufe auch die teuren dafür, ne? Aber von den Standard habe ich doch schon mittlerweile jeweils 20 immer oder so, oder? Mit denen kann man, glaube ich, nichts mehr anfangen. Ich könnte auch die günstigen verkaufen, aber macht keinen Sinn. Ja. Stinker. So. Oh, warte mal. Ja doch, vom Preis her bleibt es dasselbe. So. Passt. Sollen wir nochmal Packs öffnen? Ich würde sagen, ja. Komm. Die ganzen restlichen. Er regelt das. Regale sind voll. Wir brauchen erstmal Geld, sonst können wir eh nichts machen. Außer blöd rumstehen. Den Kunden bedient er schon ganz gut. Er macht das schon. Der Junge ist ein bisschen langsam, aber in Ordnung. Aber was ist eigentlich, wenn ich die größte Kasse kaufe? Holen dann Kunden auch automatisch mehr Kram? Ich glaube aber nicht. Ah, das ist jetzt nur Müll, ey. Ah. Naja. Ja, immerhin schon. Okay, die zwei sind ganz in Ordnung. Oh, ja. Und die letzte, glaube ich, ne? Ja, 5er schon mal. Na gut. So. Sehr schön. Nachfüllen. Was können wir denn hier noch nachfüllen? Warte mal, das sind die blauen, ne? Alles klar. Hex. Nee, ist voll. Wurde heute nicht gut gekauft. Auch schwarze bald wieder. Okay. Oh, Licht. Ja, klar. Wir haben eigentlich alles da. Ich würde sagen, wir machen erstmal Miet und sein Lohn. Wo wir wieder Stress kriegen. Weil das ist schon ganz gut, dass der auf jeden Fall hier am Start ist. Okay. Müssen überlegen, was wir hiermit machen, weil hier in der Ecke könnte man auch Regale hinhauen, aber im Moment passt das ja eigentlich alles. Wenn wir jetzt die zwei Abschnitte noch haben, dann hätten wir halt mehr Platz, dann könnten wir nochmal einen weiteren Tisch holen. Das alles ein bisschen anders umräumen. Ja, dann macht das gut. Man legt nur gerade noch mal hier die einfachen. Ups. Ja. Dann haben wir davon auf jeden Fall schon mal einen Nachschub. Vielleicht öffne ich auch ein paar davon gleich. Ich meine, warum nicht? Weil
Weil die roten würde ich erstmal da drin lassen. Obwohl, warte mal, wie viel kosten die nochmal? 80, oder? 82, ja. Ach, guck mal. Perfekt. Dann öffnen wir lieber die hier. Aha. Sehr schön. Oh nein, Stinker. Geht er? Er geht nicht. Ist das schlimm, wenn ich so Spraydosen, die ich schon ein bisschen verbraucht habe, hier reinstelle? Ich hoffe nicht. Muss ein Packs nochmal? Ich weiß nicht. Ich würde ganz gerne nochmal ein neues Stofftier haben. Aber wir müssen die erstmal freischalten, das ist ganz schön teuer. Wir machen nochmal jeweils drei, obwohl kommen vier. Weil es Vierer rein sind, machen wir nochmal jeweils vier. Oh, jeweils vier auf. Hat sich schon mal gelohnt. Wir brauchen auf jeden Fall noch einen weiteren Tisch. Unbedingt. Ja, die sind dann immer unglücklich, ne? Also unzufrieden, weil die rausgehen und nicht spielen können. Das ist das Problem. Ich brauche mehr Tische. Ich habe kein Geld für Tische gerade. Machen wir auch nochmal vier auf. Ja, die beschweren sich dann halt, ne? Okay. Aber jetzt nur Müll. Komm, noch mal was richtig Schönes, bitte. Wird mir nicht gegönnt. Leider nicht. Haben wir noch einen Platz da frei? Nee. Okay, wir könnten noch einen weiteren Tisch holen, wenn wir jetzt irgendwie noch mal bisschen an Geld kommen. Wenn die kaufen wird, aber die stehen halt nur rum und gucken. Er macht Feierabend. Ja, super. Ich weiß nicht, ob ich die nochmal bedienen soll, die Leute, ob die nochmal was machen. Ich meine, wenn die fertig mit Spielen sind, kaufen die oft nochmal was. Ja. Ja, hat gesagt, oh nee. Ja, dann komm rein. Komm. Sonst kommen die auch rein, wenn zu. Ach, gar nicht. Ja, der hat halt gar keinen zum Spielen. Deswegen schließen wir den Tag einmal ab. Ein bisschen plus. Gut. Aber wir konnten dafür richtig viel nachfüllen. Und wir holen auf jeden Fall jetzt nochmal einen Tisch zum Spielen. Vielleicht hier in der Ecke? Das passt nicht, ne? Wenn wir es hier machen, ist ja eigentlich noch in Ordnung. Die kommen überall durch. Jetzt habe ich noch einen Dollar, einen Euro. Irgendwas zum Nachfüllen. Aber passt eigentlich, ne? Gut. Preise anpassen. Damit wir dann wieder starten können. So. Und ich würde sagen, das war's mit dieser Folge. Wir laden. Nimmt langsam immer mehr Gestalt an. Wenn es euch gefallen hat, bewerten und auch das Kommentieren nicht vergessen. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns zur nächsten Folge wieder.